Oh Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie genervt ich bis eben gerade war. Willkommen zurück zu Dungeon Siege Folge 58. Ja, letzte Folge wollte ich abspeichern. Also die Aufnahme hat alles geklappt, soweit, alles cool. Vorbei gewesen. Wie ich ja schon einmal vor langer, langer Zeit, also weiß nicht, was war das, Folge, ich weiß nicht, irgendwas in der 10er rum oder so, keine Ahnung, nach 2 Stunden Spielzeit ungefähr. War mir da schon mal das Spiel abgekackt beim Speichern und deswegen musste ich ja das komplette nochmal neu machen, weil ich schon weiter gespielt hatte, als ich dann ja schlussendlich abgespeichert hatte. Daraus habe ich ja gelernt und habe ja dementsprechend dann immer nach jeder Folge dann abgespeichert. Ja, und nun war es halt in der letzten Folge wieder so, dass er nicht abspeichern wollte, beziehungsweise das Spiel abgestürzt ist während des Abspeicherns. Also ich praktisch wieder bis hierher spielen musste, wollte dann wieder abspeichern und dann ist es wieder abgestürzt. Man mag sich echt das, ich habe mich total verarscht gefühlt. Das heißt, ich habe jetzt eine knappe Stunde damit verbracht, in etwa so weit zu sein wieder, wie wir am Ende der letzten Folge waren. Habe jetzt natürlich andere Sachen gedroppt bekommen, ein paar Sachen nicht, den Hut für Olora zum Beispiel nicht, glaube ich, was mir jetzt so prägnant hängen geblieben ist. Nichts Besonderes, klar. Dafür ein paar andere Sachen gefunden, hier so ein Schild zum Beispiel, zweimal glaube ich sogar, ich weiß gar nicht. Ich zeige euch mal einmal mal die Runde rum hier, was wir hier so haben. Ja, hier ist auch nochmal so ein Schild, genau. So Kram halt. Auf jeden Fall sehr ärgerlich, habe ich sehr drüber aufgeregt. Also ich war ja wirklich, also wenn dann irgendwie. Ich, in der Zeit, wo ich jetzt das gespielt habe, hätte ich noch 2 weitere Folgen machen können. Das ist einfach sehr viel Zeit, die dafür wieder drauf geht. Aber ja, was macht man hier alles, ne? Jetzt hat es wenigstens dann geklappt beim dritten Mal, nachdem ich alle paar Schritte irgendwie Schnellspeicher gemacht habe. Oh, jetzt muss ich auch mal ein bisschen was tun hier. Nachdem ich da immer schön geschnellspeichert habe. Nach ein paar wichtigen Punkten. Einfach um den ganzen nochmal zu entgehen. Und dann hat es auch problemlos geklappt, jetzt zum Glück. Ich hoffe, das ist nach der Folge nicht wieder so. Ja, sonst, ich hoffe mal, ich habe nicht allzu viele Viecher mehr gemacht als vorher schon oder zu wenig oder was. Ich kann mal kurz. Da ist noch ein Tuch. Gebt mal das Tuch auf. Bin dann halt jetzt hier einmal wieder die Runde rum gleich. Und dann, ja, ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch. Hab eigentlich nur versucht, das mitzunehmen, was wir in der letzten Folge auch schon mitgenommen haben. Weiß nicht, ob ich das Ganze geschafft habe. Nee, alle wollte ich nicht. Irgendwer hat einen Ring aufgehoben. Das habe ich gesehen. Wer war denn das? Hubert. Gesundheitspunkte. Gesundheitspunkte. Kann denn hier irgendein Heiler? Kann auch gut Gesundheitspunkte gebrauchen. Hier, ne, das war Merrick. Der freut sich. Ja, dann auch bei dem einen Durchlauf einen richtig coolen Ring gefunden. Der ist natürlich auch wieder nicht mehr da. Und ach ja, das ist so viele ärgerliche Sachen. Aber ja, gut, das ist halt nun mal so. Lässt sich nicht ändern. Nur ist es so, wie es ist. Und weiter geht's auch so. Hier ist eine Truhe. So weit waren wir beim letzten Mal auf jeden Fall noch nicht. Mal gucken, was uns hier noch alles so entgegenkommt. Animus hat gerade an Intelligenz gewonnen, das ist ja schön. Heilt mal den Hubert. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Aber es ist nur ein Baum. Wo bewegen wir uns denn jetzt hier schon wieder hin? Das ist so schon wieder fernab von jeglichem Weg. Aber ja, könnte ja gut sein. Das sieht doch mal interessant aus. Ja. Mach du mal. Ich glaube, Flächenheilung sollte da ausreichen. Oh ne, jetzt wird der Hubert gerade ein bisschen fokussiert. Das ist nicht so gut. Lore hat den Fernkampf. Das ist gut. Es gibt stetige Verbesserungen hier. Das finde ich super. So. Ach, diese feigen Hunde, wie sie immer weglaufen. Okay, Magier fokussiert werden, ist natürlich nicht nett. Die Magier dürfen nichts auf den Sack kriegen. Da hatte ich auch bei den anderen Runden ein paar interessante Fails mit dabei. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich da abgezogen habe. Und jetzt sind wir mal spontan beide Zauberer gestorben und all so ein Kram. Ach.
Großes Hin und Her für nix und wieder nix. Naja, jetzt aber. Klappt hoffentlich alles. Mal kurz hier nochmal auf die Karte schauen. Aha, jetzt haben wir einmal eine Wanderung durch den Wald wieder. Auch schön. Ja, genau. Hey, du Fee! Macht sie irgendwas? Hallo Fee? Fee. Fee macht nichts. Gut, dann weiter hier rüber. Noch mehr Besuch. Der wegläuft. Eine Truhe, die leer ist. Schon ganz unerwartet. Feydwill hat gerade an Geschicklichkeit gewonnen. Das ist doch super. Und da ist noch so ein großer Nomaden im Schild. So, ich gucke einfach nur mal, dass die Leute hier nicht sterben. Schön, solange Gjorn den meisten Schaden erhält, lässt sich das schön gegenheilen. Wir haben irgendwas bei unseren Zauberern nicht mehr. Ach, hier ist diese Truhe, okay. Sammeln wir mal ein. Sammeln wir mal ein. Sammeln wir mal ein. Schön. Ne, falsch. Also, komm, ihr dürft ruhig schon nochmal angreifen hier. Bam, und drauf. Alles kaputt. Okay. Was war das jetzt? Von dort. Ja, da waren wir in der letzten Folge auch noch nicht lang. Da gehen wir jetzt auch nochmal eine Runde rum. Roter Helm. Robert, was ist das für ein roter Helm? Stärke 24. Davon sind die anderen beiden leider noch ein bisschen weg. Generell, was man hier alles so für Kram findet. Viel Zerstörungszauber, vielfacher Funke. Langsam wird das Inventar schon wieder voll. Mal gerade noch auf die Kärtchen gucken hier. Hier ist dieses Schluchtdingsi. Lass uns mal hier nochmal lang gehen, damit das hier auch weg ist. Da haben sich gerade noch ein paar Leute zusammengesetzt. Geht da mal hin. Der da. Ich glaube, den hatten wir in der letzten Folge schon, ne? Der war da schon hochgelaufen. Naja, nun ist er wieder weg. Wer hat hier noch eine Heilung drin? Ah ja. Oh, weiter rum. Gucken, ob wir noch was Schönes finden. Oh, ich habe gerade echt ein bisschen Angst, dass diese Folge auch dann wieder. Also die Folge ist ja da, das ist ja alles cool. Aber dass ich dann danach wieder spielen muss, ich glaube, wenn ich das danach nochmal, also wenn ich das heute echt nochmal machen muss, nochmal wieder spielen, dann war es das für mich heute, das wird mir zu viel. Dann probiere ich das lieber morgen nochmal oder so, das wird mir dann zu viel, sonst. Quell des Wissens. Was war das? Ha, noch mehr von diesen Viechern. Ja, das soll mich auch nicht stören. Nochmal Flächenheilung. Für die Heilung müssen die immer wesentlich näher ran. Deswegen dauert es teilweise eine ganz schöne Weile, bis die dann mal mit der Heilung da sind. Wind der Heilung. Ich glaube, mit Abstand unsere meistgenutzte Fähigkeit bisher im Let's Play. Also die meist manuell genutzte Fähigkeit in diesem Display. Natürlich die ganzen Blitzsachen und so, die automatisch die ganze Zeit weggehauen werden, die sind natürlich wesentlich mehr. Was haben wir denn hier? Ein kleines Lager oder was? Ein Stein. Ein Stein, Wahnsinn, ein Stein. Krass da aus. Warum kriegt Merrick Schaden? Das ist überhaupt nicht gut. Warum ist Merrick tot? Du da, oder was? Gibt der Moppe hier.
Schockrüstung. Oh, dann ist er Truhe. Truhe! Gib mir die Truhe. Was haben wir da so Schönes? Nix. Natürlich. Wer hätte es anders erwartet? Nichts. So, jetzt sind wir einmal die außen rumgegangen hier. Haben alles gesehen, was man hätte sehen können. Das heißt für mich, dass wir jetzt da reingehen. Da lag noch was. Dünner Kettenpanzer. Sollte vielleicht vorher mal kein kleines Item-Update machen hier. Was wir da so haben und mal ein bisschen was wegtun ins Getier. Was haben wir hier so schöne Stärke 20. Knuddelig. Was hat der für eine Bonuswerte? Chance abzuwehren, Fernkampfwegespunkt, Chance Stichtreffer zu landen. Ja gut, aber nee, das dauert bei denen noch so lange, bis die Stärke 20 sind. Stärke 28. Das behält er mal. Wobei Fernkampfwegespunkt ist absoluter Quatsch. Da bringt auch die mehr Blockrate nicht sehr viel. Was ist das hier? Geschicklichkeit und Stärkepunkt. Ist dann doof. Wobei, was sehen wir hier? Geschicklichkeit, Rüstung. Gesundheit und Rüstungsbuch. Ernsthaft? Da bin ich etwas überrascht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, sie hat da mehr. Aber für Stärke 20, was ist das? Ja, na. Tier. Na, Kampffähigkeit ist besser, das geht gut. So. Skorpion. Ein anderer Zauber. Waldtroll beschwören. Feuerschädel. Feuerwand. Fluch. Skorpion beschwören. Sortieren. Mana-Trank wegstecken. Nochmal sortieren. Wunderbar. Was haben wir hier? Geschicklichkeit, Rüstungspunkt. Das ist aber. Wie viel? Stärke 42! Ernsthaft? Also, das ist das andere. Aha. Ja, Stärke 42 dauert noch einen kleinen Augenblick. Alles dahin ins Getier, das ist auch schon. Oh Gott, ist das süß. Wisst ihr noch, wo wir sowas getragen haben? Ist das schon ein, zwei Folgen länger her? Könnt ihr das wissen? Es erhöht die Intelligenz der gesamten Gruppe um einen Punkt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Dauer pro Anwendung 19, das ist ja Quatsch. Das brauche ich nicht. Vierfacher Funke ist das Abitur, Zauberstufe, komm, nehmen wir mal hier, du hier. Mit der Heilung, Höllenkeiler beschwören, das wäre auch interessant. Oh, ich hätte echt gern mal einen, ist das so, ne, egal. Gern mal so einen Zerstörungszauberer, oder wie die heißen, ne? Weiß nicht, Kampfzauberer. Schockrüstung, oh, brauchen wir nicht. Haben wir hier Waldclaw beschwören? Das ist schon. Die Beschwörungssachen sind an sich ziemlich cool, nur da ist der Charakter halt komplett außer Gefecht. Es sei denn, ich krieg mal, arbeite mit irgendwelchen Kurztasten und so, aber da bin ich echt nicht bewandert mit. Stärke 12. Gar nicht so schlecht. Für den Rüstungswert. Davon so eine ähnliche haben wir uns gekauft, ne? Ja, genau. Für hier. Sie hier. Naja, fast. Ah, egal, war nicht. Zack, zack, das hier wird langsam voll beladen hier. Man sieht immer, wie es mehr auf dem Buckel trägt. Okay, okay. Willst du das nicht mal ausprobieren? Was ist denn das? Mehrere zielsuchende Kugeln werden auf den Gegner geschleudert. 67 bis 67 bis 84. 41. Das kostet 25. Das macht weniger Schaden, aber sind wahrscheinlich mehr, ne? Ah, ich habe doch keine Ahnung von diesem ganzen Zeug. Ne, Blitz ist so teuer. Eissplitter hält sich da auch noch im Rahmen eigentlich. Was hast du denn hier an schönen Fähigkeiten? Naturzauber 19. Der ist ja maßlos hinterher. Das ist ja total absurd. Deine Hände, wie ist ein tanzender Trap? Sepp, meine ich. Der tanzende Sepp, wer kennt ihn nicht? So, was sagst Tierchen? Tierchen ist schon recht beladen. Das behältst du mal da.
Okay, das, 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 das und das Tierchen. Wunderbar, alle so wie wir das haben wollen. Hubert, nee, Björn ist kurz vor Stärke 36, das heißt, dann kann er auch schon den neuen Schild nehmen. Das ist natürlich schön. Ob wir das noch diese Folge schaffen, mal gucken. Ein paar Minuten haben wir ja noch. So, mal gucken, gehe ich hier jetzt richtig? Nein, gehe ich nicht. Das sieht nicht richtig aus. Da gibt es nochmal Lebensenergie für den Hubert. Aber ich bin gespannt, was du uns jetzt hier erwartet. Noch so ein Viech. Naja, komm mal kaputt. Bam, bam. So. Der ist kaputt. So, mal schauen. Wie es hier weitergeht. Da kommt auch schon der nächste. Davon werden uns jetzt wohl mehrere begegnen. Oh, da gibt es scheinbar auch Bogenschützen von. Das ist wiederum nicht gut. Bogenschützen sind meine Feinde. Wo ist denn Hubert? Hubert, tu was für dein Geld. Hubert. So, wo ist der? Ist doch wohl ein schlechter Witz. Warum hat er seine Waffe nicht ausgerüstet gehabt? Das war gerade sehr verwirrend. Habe ich da irgendwas dran rumgewurschtelt im Zauberbuch? Weiß ich nicht. Naja, nur ist er weg. Kettenhandschuhe. Achso, das sind diese, die sie schon haben, die Mädels. Kannst du nochmal einen drauf heilen, bitte? Achso, ich habe nicht alle ausgewählt. Einen heilen. Heilen. Dose Heilung. Danke. Düt, düt. Düt. Das ist erstmal die Nahkämpfer kaputt machen. Heil mal! Heil, du Hund! Das ist aber ein schlechter Witz. Björn ist irgendwie buggy. Der hatte irgendwie sein Schwert nicht mehr ausgerüstet. Aber jetzt ist er wieder da. Sehr, sehr komisch teilweise hier. Aber ich bin nicht verwundert. Das heißt, wie viel haben die denn hier? Wie viele Lebenspunkte? Ja, sieht man nicht. Also so schnell konnte ich es nicht sehen. So. Machen wir mal ein paar Krüge kaputt, die Gift ausströmen. Ist aber nicht nett. Ich sag, das ist nicht nett. Das heißt, hör auf damit. Schwarzer Wolf. Wer hat denn hier noch Heilung? Du hast noch Heilung aktiviert, okay. Bling, bling. Was war jetzt hier eigentlich? Was sollte ich? Achso, genau, Stärke dazu gekriegt. Das heißt, das können wir hier das neue Ding reintun. Noch wesentlich mehr Verteidigung. Und mehr Schutz. Und einen Nahkampfpunkt noch mehr. Ist natürlich auch sehr schön. Was sagt der Hubert dazu? Was haben wir hier noch? Rüstungspunkte, Gesundheitspunkte. Gesundheitspunkte, Rüstung müsste ja generell auch höher sein. Na, gar nicht mal. Durch die Bonusrüstungspunkte hat er damit mehr. Lassen wir dabei. Abblocken tut er ja so oder so nicht mehr, da er den Schild nicht direkt an hat. Ich höre ja schon wieder Skelette, die sich zusammensetzen. Hier fehlt irgendwie jemand. Fällt mir gar nicht. Fehlt Andimus. Wo ist Andimus? Der ist oben? Warum? Also irgendwie muss ich das nicht verstehen. Die Wege scheinen eindeutig zu eng zu sein. Für den ganzen Trupp. Aber das ist doch blöd gemacht. Muss ich da mal eben zu erwähnen. Dass das sehr blöd gemacht ist. Dann muss ich die Ausstellung anders machen. Dann müsste jetzt alle in einer Reihe gemacht werden. Halt. Das geht gar nicht. So.
Können wir uns so irgendwie organisieren hier. I, was ist das denn? Go-Grill-Larve. Können wir uns jetzt wieder so hinstellen? Kriegen wir das hin? Mehr oder minder. Kommen jetzt ein paar der Larven da an. Ja, die ersten 2, 3 kommen an hier. Alter! Wie schreien die denn rum? Ist ja brutal. Görn hat an Geschicklichkeit gewonnen. Ii. Das ist doch bestimmt irgendwas, um uns hier reinzulocken. Oder warum gibt es hier einen kleinen Raum nur mit Larven? Beziehungsweise, wo kommen die Larven her? Wer hat die Larven gemacht? Wo sind die rausgeschlüpft? Genau das sind wahrscheinlich alles Fragen, die wir dann in der nächsten Folge beantworten können, hoffentlich. Ich sag mal wieder, vielen Dank, dass ihr mit reingeschaltet habt. Ich hoffe, ich kann die nächste Folge gleich ohne weitere Probleme aufnehmen und muss nicht wieder alles voranspielen, sonst war es das in dieser Aufnahmesession erstmal für mich. Soll ich aber nicht stören, morgen kriegt ihr trotzdem eine weitere Folge vorgesetzt und ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Ich tue mich auf jeden Fall drauf freuen. Ich tue mich freuen. Genau, das mache ich. Macht's gut, bis dann. Tschüss.